Die Lüftersteuerung auf eurem Mainboard in der Standardeinstellung ist nicht optimal auf eure CPU und euren Kühler abgestimmt. Nach dem Intro zeige ich euch, wie ihr bei den Gehäuselüftern, den CPU-Lüftern und der Grafikkarte das Beste herausholen könnt. Vorneweg, was wird benötigt, um diese Tipps aus dem Video umzusetzen? Wir benötigen entweder eine Software, die die Lüfterkurven beeinflussen kann, oder Zugriff auf das BIOS, um die Lüfterkurven zu definieren. Ich ziehe immer das BIOS vor, da keine zusätzliche Softwareinstallation notwendig ist. Bei der Grafikkarte kommen wir um eine Software nicht herum. Wir sollten auch die Resultate unserer Änderung prüfen. Dafür bietet sich der MSI Afterburner oder der Open Hardware Monitor an. Zudem solltet ihr wissen, ob eure Lüfter per DC oder PWM angesteuert werden müssen. PWM-Stecker haben 4 Anschlüsse, DC-Stecker nur 3. Kommen wir zum Mainboard. Das Mainboard im Auslieferungszustand kennt eure PC-Konfiguration nicht. Es kann nicht wissen, welche CPU verbaut wurde, wie groß und leistungsfähig eure Gehäuselüfter sind und ob ihr PWM oder DC-Lüfter nutzt. Deshalb ist eine individuelle Lüftersteuerung ein echter Mehrwert für euren PC. Das Mainboard steuert sowohl die CPU-Kühlung als auch die Gehäuselüfter. Die Grafikkarte ist davon unabhängig und wird später separat betrachtet. Gleich vorneweg, mein MSI Mainboard hinterlässt im BIOS einen chaotischen Eindruck. So findet sich die Lüftersteuerung nicht im Advanced Modus, sondern nur im Easy Mode und da auch nur unter dem Punkt Fan Info. Info steht dafür, dass ich über etwas informiert werde und nicht dafür, dass ich hier auch Einstellungen vornehmen kann. Fangen wir bei der CPU an. Es macht einen großen Unterschied, ob ihr einen Boxkühler nutzt oder einen Kühler eines Drittherstellers mit großer Kühlfläche. Die Boxkühler verfügen über wenige Lamellen, so macht hier der Lüfter die meiste Arbeit und muss auf Temperaturveränderungen schnell reagieren. Bei meinem Alpenföhn Brocken 3 dauert es hingegen einige Zeit, bis die Temperatur der CPU sich überhaupt auf die vielen Lamellen verteilt hat und erst dann kann die Luft die Temperatur abführen. Die Anpassung der Lüfterdrehzahl an die CPU-Temperatur kann also langsam erfolgen, beziehungsweise sind in niedrigen Temperaturbereichen bis 60 Grad Celsius gar keine Anpassungen notwendig. Erst darüber ist die Luftkühlung überhaupt effektiv. Das trifft in meinem Fall zu. Wie euer Lüfter am besten angesteuert wird, könnt ihr immer wieder mit Open Hardware Monitor prüfen, ob eure gewählte Lüfterkurve passend ist. Kommen wir zu den Gehäuselüftern. Die Gehäuselüfter haben nur einen indirekten Einfluss auf die Temperatur der Grafikkarte und der CPU. Hier würde ich an eurer Stelle wie folgt vorgehen. Lasst alle Lüfter auf niedriger Drehzahl drehen, zum Beispiel bei 500 oder 600 RPM. Dann führt ihr 10 Minuten lang einen Belastungstest für CPU und Grafikkarte gleichzeitig aus. Das kann einfach ein Spiel sein, das ihr startet. Nun merkt ihr euch die Temperaturen oder macht einen Screenshot von Open Hardware Monitor. Nun könnt ihr die Drehzahl schrittweise erhöhen und immer wieder den Test ausführen, um zu sehen, ob die Kühlleistung des Gesamtsystems gestiegen ist oder nahezu gleich geblieben ist. Kommen wir zur Grafikkarte. Diese nimmt einen Spezialfall ein, da sie über eine separate Lüftersteuerung verfügt und unabhängig vom Mainboard agiert. Ich hatte mir extra eine Karte mit Zero Noise Modus gekauft, das heißt, der Lüfter wird erst ab 52 Grad Celsius benötigt und die Karte wird darunter passiv gekühlt. Das hat auch sehr gut funktioniert, bis die 52 Grad erreicht wurden. Statt nun den Lüfter schrittweise hochzudrehen, wurde beim Erreichen der 52 Grad Celsius direkt der Lüfter auf 1000 RPM erhöht, was nur dazu führt, dass die Karte sehr schnell wieder unter die 52 Grad fällt und das Ganze wieder von vorne losgeht. Nun wollte ich mit der Radeon Software die Lüftersteuerung anpassen. Diese wiederum lässt aber keinen Zero Noise Modus zu. Der Lüfter würde sich also hier immer drehen, auch unter 52 Grad. Hier schafft der MSI Afterburner Abhilfe, der auch bei Nicht-MSI-Karten zum Einsatz kommen kann. Hier können die Lüfterkurven sehr angenehm bearbeitet werden. Um den Effekt jetzt einmal fortzuführen, habe ich mal die Age of Empires 2 Definitive Edition gespielt. Das Spiel erzeugt halt gerade so eine Last auf der Grafikkarte, dass die 52 Grad überschritten werden und die Karte das Drehen anfängt. Hier sieht man jetzt genau das, was ich beschrieben habe. Wir kommen über die 52 Grad und der Lüfter dreht gleich auf 1000 RPM hoch, was überhaupt nicht notwendig wäre. Die wird unnötig laut, die Karte, und der Kühleffekt ist im Grunde marginal. Die kühlt dann auch relativ schnell die GPU runter, sodass die wieder deutlich unter den 52 Grad ist, und dann fängt das Ganze wieder von vorne an, die GPU heizt sich wieder auf, kommt wieder an die 52 Grad Grenze und dann dreht er wieder volle Kanne auf. Das gibt dann hier in Open Hardware Monitor auch so schöne Wellenausschläge. Wie sieht es jetzt aber aus, wenn ich die Lüftersteuerung mit dem MSI Afterburner schrittweise ansteigen lasse oder verbessert habe? Das sieht dann folgendermaßen aus. Also er überschreitet dann die 52 Grad und dann wird moderat einfach die Lüfterdrehzahl erhöht. Und zwar in einem Drehzahlbereich, den ich immer noch nicht höre, der eigentlich fast immer noch geht fast nur als passiv durch bei so einer kleinen Lüfterdrehzahl.
aber das pendelt dann halt die Temperatur ganz angenehm ein und es geht nicht immer wieder aus und dann auf hoher Drehzahl an, aus, auf hoher Drehzahl wieder an. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und über weitere Tipps in den Kommentaren, was bei einer Lüftersteuerung zu beachten ist und natürlich gerne auch eure Erfahrungen.